Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier auf der Hofbergmann im Projekt Eichswitz Lohna. Abgesprochene Sache. Wir schreiben uns mal auf, wie viel wir dabei rauskommen bei dem Verkaufen von dem Stroh. Das ziehe ich dann von der Rechnung ab. Wir kriegen jetzt hier pro Fuder. Und Achtung. 1669. Das wäre das erste Fuder. Und das werden wir von der Rechnung abziehen. Aber das Ganze nämlich nicht sonst. Du fährst jetzt mit helfenden Händen. Soll das? Das, was mir nicht so ganz gefällt, ist das, wie es gepresst wird hier. Wird der jetzt schon durch ein Objekt blockiert, weil der umdrehen will. Die Wege des Herrn sind unergründlich, sag's euch. So, jetzt besser. Möchtest du so fahren? Wenn du jetzt wieder umdrehst, lass dich aus. Wo bin ich stehen geblieben? Dass die Presse echt viel liegen lässt. Also wirklich, wirklich, wirklich viel liegen lässt. Also alles, was er nicht in den Schlund gekriegt hat. Sagen wir erstmal so. Unfassbar viel Ballen. Und dabei jetzt über. Wir haben ja gesagt, wir wollen hier in die Kiste greifen und mal gucken, was wir uns so leihen können. Ich glaube, bei 400.000 Euro. Oder 450 höre ich auf. Dann habe ich nämlich immer noch 50. So, 55 über. Haben wir eine Menge Geld. Um. Jetzt kommt es nämlich. Uns einen neuen Trecker zu holen. Wir haben gedacht, groß. Also mittelgroß passt ja nicht. Deswegen müssen wir gleich mit Großtraktoren und dann 280.000. 942 ist schon viel. Ne? Der kostet 339. Ich würde mal sagen, 936 reicht. Wenn man dann noch Breitreifen mit Gewichte und das Ganze von IKT, das Conti, ich macht, könnte man auch einen Black Beauty kaufen. Mit genauso viel, 309.000. Warte mal, eigentlich müssten doch 300 PS. 296 PS, ich denke, das reicht. Schwarze Felgen auf den kleinen. Michelin. So, so kaufen wir uns den. 282.000. Das ist eine gute Sache. Das ist wirklich eine gute Investition. Und dann brauchen wir noch einen Grubber. Der braucht 225 PS, 320 PS, 250 PS. 250 PS. Ich glaube, ich tendiere zu diesem 7,50 Meter. Monster. Ich glaube, das ist gut. 59.000. So, dann haben wir nämlich jetzt einen neuen Drescher. Und einen neuen Trecker. Drescher. Auf jeden Fall einen neuen Trecker. Du musst hier bleiben. Weil wir nämlich noch was vorhaben mit dir. Umdrehen vom Feldweg und andere Trecker ist nämlich da. Schade, dass ich das da nicht mehr wegkriege, aber das können wir mit dem Schwader da nochmal probieren. Aber das ist ja noch nicht abgeschlossen. Wir müssen ja auf jeden Fall noch die Ballen einsammeln. Dafür haben wir jetzt ja den dicken.
Was lösche ich? Oh, falsch rum. Weiß zwar noch nicht, wie viel oder wie ich so viel Geld verdienen soll, aber das klärt sich. Das regelt sich. Wir müssen jetzt zu Feld 4, da wo wir die Gerste geerntet haben, da müssen wir schwaden. Damit wir da nämlich sauber pressen können. Ich würde mal sagen, da können wir auf jeden Fall rund schwaden. Sollte passen. Müssen wir mal kurz die Ecken angucken. Der andere Vario steht da brav, das ist schön. Ja, doch, das sollte passen. Das geht dann rum. Haben wir kleine Stücke rein. Alles fertig. So, Anzeige starten auf Bahn in Rund. Kannst du das ruhig machen? Rund. Vorgewinde 10%, 14,8 Meter, das passt. Generier mal. Ich weiß nicht, was genau du da jetzt machst, aber du wirst das schon gut machen. Und auf geht's. Schlussendlich ist es ja der Kurs zum Pressen. Müssen wir denn oben noch irgendwas haben? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Der Witz ist ja, darüber habe ich mal so nachgedacht, wenn man jetzt die Missionen, okay, es gibt noch Erntemissionen, könnte man jetzt einfach diese Missionen annehmen und schon hätte man einen LKW, also du kannst ja die Dinger mieten, du musst die Mission ja einfach nie abgeben. Schon kriegst du einen Trecker dazu und das ist, ne, so wie dazu. Also das ist quasi einer der größten Cheats, den es so gibt. So. Und hier holen wir jetzt erstmal den Ballenwagen. Ich meine, der Gruber, der kann hier stehen bleiben. Aber warte mal, nee. Sind wir näher an dem Ballenwagen dran als an. Hier ist der. Also erst dahin fahren. Dann die andere Richtung. So langsam habe ich sie drauf, die Karte. Ich glaube, das habe ich jetzt schon in jeder Folge gesagt.
Also die Heuballen kommen dann ins Hofsilo oder in das Silo am Hof. 24 Stück gehen da glaube ich rauf, ne? Ja, erzähl dir. Erzähl dir zum Glück. Du kannst da nicht rumfahren, ne? Du musst oben rumfahren. Ich hab's auch noch nie ausprobiert, ehrlich gesagt. So. Was? Hier hin. Funktioniert tadellos, das ist schön. Werden wir über den mal eben kurz hier zurückfahren. Nee. Ich habe das ja schon irgendwann mal bewiesen, dass ich das ganz gut kann, wenn ich da drin sitze. So, der bleibt jetzt erstmal hier wohnen. Gibt ja immer noch zu sammeln. Das ist ja das Schlimme. Wenn die Presse jetzt schon wieder so einen Driss presst, ne? Mal ein Drescher. Natürlich klar, dass der Gutsherr sich einen wesentlich größeren Gutsherren einen wesentlich größeren Drescher leisten kann. Ich. Ja, oh, irgendwas ist fertig. Irgendeiner ist angekommen. Das war Caps Lock. Der hier ist da. Geil. Das wird noch so richtig Never Ending Story hier. Garantiert. So. Rechnung stellen wäre natürlich noch super, ne? Wenn man einen Schritt fertig hat, dann vielleicht die Rechnung stellen. Sonst vergisst man zu viel. Muss man da irgendwie noch das genau mit der Rechnung machen, weil sonst. Jetzt ist es ja so. Hier werden wir jetzt einfach die Beträge von abziehen. Anderthalb Fuder. Ein Fuder vielleicht noch. Der 936 wird nicht aufgelistet. Warum?
Hat doch das Feld. Ja, geht nicht, geil. Voll gut. Jetzt geht Crossplay auf einmal nicht mit den Ballen sammeln, das ist so toll. Man spielt mir alles immer so in den Karten, dass das überhaupt nicht funktioniert. Das wird überhaupt nicht stimmen. Das ist schon very fummelig. Manche Sachen. Ein Typ. Ja. Nicht. Dann funktioniert es halt einfach nicht. Ballen gehen darauf. Aber es ist typisch, ne? Immer dann, wenn man es braucht, die Hilfe. Oder haben möchte die Hilfe von Crossplay, dann funktioniert sie nicht. Ich konnte jetzt auch nicht verstehen, warum das nicht ging. Oh nö. Nicht hingeguckt. Und 24. Klapp dich ein. Ballen. Und dann derzeit machen wir Folgendes, wir fahren mal eben weiter ab, wenn der das nämlich gleich zum Tierhändler bringen, wenn wir die Beine ticken. Mit Autodrive alles ein bisschen einfacher. Also nicht meckern, machen. Ich werde, glaube ich, einfach für Feld 5 kein Sammeln berechnen. So das Dreschen.
Was das? Eis? Ist ja nicht mehr viel. Und dann ist erstmal Winter. Feldarbeit angesagt. Sehen habe ich nicht. Das Mieten. Vielleicht dann auch noch Sylphie. Ein kleiner Hund bellt draußen. Leibst. Husten. Prozent. Was mit dem Schwader? Oh, gleich nochmal fahren lassen. Ich glaube, das passt nicht. Das ist wahrscheinlich für ein Fuddel, wie man hier sagt. Nochmal einmal hin und her düsen. Tatsächlich. Jo. So oder so ähnlich. Aber der Schwader ist fertig. Das ist ein schön. Das ist echt schön. Das gefällt mir. Machst du? Ohne vor den Baum zu fahren? Tatsächlich. So, Schwader. Mal kurz einmal gucken, wie er die Kanten gefahren hat. Die fallen alle um. Da runter. Da ist wieder was liegen geblieben. Dann ist das jetzt so. Pressen wir und pressen das dann nach oder so. Müssen hier sowieso noch mal. Wenn wir dann irgendwann mal die ersten Ballen weggebracht haben. Witzig. Irre viel Arbeit, irre viel Kredit. Ballen sammeln geht nicht.
dachte, das funktioniert rund. Falsch gedacht. Guck mal, die Presse nimmt sogar rückwärts auf. Wieder was gelernt. Die anderen auch so sind die. Ich hoffe nur die. Mal so eine Krümel nie wirklich. Immer nur irgendwelche Krümel. So am ersten Weg. Ist dann da. Hat aber schön rückwärts reingefahren beim Drehen. Bockt. Was für die Geschichte? Warten wir nochmal kurz, was es dabei gab. Eins, sechs, sechs, sieben. Läuft. Aber ich weiß noch nicht, wie ich das verrechnen soll. Ich stelle einfach mal eine Rechnung für die Funkmucke und was da braucht. Rechnung muss bezahlt werden, das ist keine Frage. So. Kann man nicht einfach mal in so ein Auto einsteigen? Suchen wir nochmal schnell hier das Heulager. Ganz mal. 35 waren es letztes Mal. Diesmal sah es ein bisschen noch ein bisschen mehr aus. Ja, das ist ein blaues Zelt, ich glaube da. Voll. So ein Feini. Ja, cool. Kannst dich dann auch wieder zusammenklappen. Wir sind fertig. Schon lange. An dieser Stelle, meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn du es noch nicht getan hast und willst wissen, wie es weitergeht, lass ein Abo da. Kostenlos. Aber am allermeisten würde ich mich freuen, wenn du da draußen wieder mit dabei bist, wenn es heißt Dinge mit Axel auf meinem Kanal. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Euer Axel, tschüss. Macht es gut. Bis dann und ciao. Thank you.